Hallo, hier ist der Profimetzger Ralf. Heute zeige ich Ihnen, wie ich ein Schwein liegend grob zerteile. Es handelt sich dabei um ein Bio-Schwein. Von der Größe ist es eher klein und gar nicht allzu fett. Das erste, was ich mache, ich trenne die Niere ab, schneide den Filz aus. Was ich jetzt mache, ich schneide den Kopf runter. Und wenn Sie den Kopf sehen, da ist der Kopf und da ist der Beuger, der Atlasknochen. Da können Sie den viel lauer schneiden. Ich schneide es so. Und da schaue ich dann immer gleich, dass ich die Wange oder den Goder, wie es in Österreich heißt, am Schwein lasse. Und da schneide ich die, das ist die Schweinebacke. Die schneide ich aus. Weil die brauche ich extra. Jetzt die Keule abtrennen. Da ist Beckenknochen, Schlussknochen. Das Filet läuft so und geht da in den Schlügel hinein. Ich tue mir hängend leichter als wie liegend. Ich muss ein bisschen verkehrt schneiden, weil nämlich der Tisch schon wackelig ist. Sie müssen nur schauen, dass Sie den Filetkopf rausbringen. Das Rückgrat macht da einen Knick, schon der Schwanz da und da macht er einen Knick. Den nehme ich nicht. Beim zweiten oder beim ersten, da trennen Sie es ab. Da brauche ich mich gleich so, da schneide ich her. So ist der Schlügel. Jetzt müssen wir den anbringen. Ich sage, das ist auch dafür etwas zu klein. Ich tue es ja lieber hängend. Aber sehen Sie, jetzt haben Sie den Schlügel runtergebracht. Schauen Sie, das typische Ringerschwanzerl, ist nicht kopiert worden. Zeige ich mal ein Bio-Schwein. Dann will ich noch was sehen. Schauen Sie, da ist die Haut runtergegangen. Wissen Sie, was da passiert ist? Der hat ein bisschen zu heiß gebrüht. Da wird die Schwarten schon ein bisschen gekocht. Jetzt drehen wir das Schwein um. Jetzt haben wir da den Bauch, das Karree. Da ist der Nacken, die Schulter, der Schelze, die Pfote und die Goder oder Wange. Da, wenn Sie schauen, da läuft der Ölbogen her. Da muss ich her mit dem Schwein, doch so. Weil wir müssen schauen, der Bauch ist heute das Wertvollste vom Schwein, das teuerste, dass der groß geschnitten ist. Und da geht die Schulter so. So ungefähr wird sie gehen. Dann nehme ich das Schwein her. Hören Sie? Da noch einen Vlies entlang. Da schneiden wir jetzt. Und da ist der Schulterblatt. Und da ist vom Schulterblattdeckel zum Schopf ist da ein Stück, wo kein Fleisch drauf ist. Und da schneiden wir mir so einen Schnitt her. Und jetzt schauen Sie, dass Sie den um den Schulterblattknochen rum kriegen. Dann bricht der. Da haben wir die Schulterschiene rausgeschnitten. Jetzt hängen wir sie weg. Jetzt schneide ich den Goder weg. Jetzt drehe ich das um. Wenn Sie jetzt den Bauch sehen, beim Bauch ist wichtig, dass der Bauch rechteckig ist. Viele schneiden da so. Schauen, das ist verkehrt. Es muss so sein. Es muss der Bauch da von da so. So. Und als Regel können Sie sich nehmen, die Länge der Rippen, 4 Finger breit. Dann ist das, passt das immer. Aber ich schneide das jetzt mit der Elektrosäge. Weil mit der Handsäge können tue ich es auch, aber ich habe das schon ewig lang nicht mehr gemacht. Jetzt schneide ich da.
drehen wir das. Das wäre jetzt der Schweinebauch. Wie gewachsen. Schaut mal, was ich sagen will damit. Der Bauch ist jetzt eckig. Der Bauch ist schon weg, aber ich habe einen schönen eckigen Bauch. Und den Nacken oder Schopf, wie es in Österreich heißt, abtrennen. Wo trenne ich ihn ab? Ich trenne ihn ab, immer so zwei Finger hinten. Da wo die Schulter geht, zwei Finger raus. Ich ziehe keine Rippen ab, ist nicht da oben. Und biege das um. Ich habe den Schopf schon gerade rausgeschnitten. Das ist der Schweineschopf wie gewachsen. Das Karree wie gewachsen kurz. Der Schweinebauch wie gewachsen. Dann haben wir noch die Schulter und den Schweineschlügel. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, bitte abonnieren Sie mich. Daumen nach oben. Ihr Profi-Metzger Ralf.